Im heutigen Video, das Holy Land LAG 150, ein wirklich ultrakompaktes Mikrofonsystem mit einem Empfänger und zwei Sendern, kleiner als das Rode. Wir werden sehen, ob es auch besser ist. Bleibt dran und schaut euch den Vlog an. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Heute schauen wir uns mal ein kompaktes Wireless-Mikrofonsystem an mit einem Empfänger und zwei Sendern. Und zwar das Holy Land LAG 150. Und ob das Ding gut ist, ob es was taugt, ob es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, ob es auch das Rode eventuell schlägt, das werden wir uns alles heute in diesem kleinen Test anschauen. Ich würde aber sagen, ich stelle es jetzt mal beiseite und komme mal ganz kurz mit den Features. Das Holy Land LAG 150, ein extrem kompaktes Wireless-Mikrofonsystem, ähnlich dem Rode Wireless Go. Ultrakompakt mit einem Empfänger und zwei Sendern. Der Empfänger ist natürlich jetzt gerade oben schon auf meiner Kamera drauf und einer von den Sendern ist hier mit so einem Clip wieder wie bei dem Rode integriert, mit einem integrierten Mikrofon auch hier angebracht. Das Ganze kommt mit einem Realtime-Audio-Monitor auf der Rückseite. Da kann man dann schauen, wie die Pegel ausgepegelt sind. Die zwei Empfänger haben ein Built-in-Mikrofon mit einem richtig genialen Windschutz. Line-Out für eventuelle Kopfhörer, dann Mikrofon-Out für Lavalier-Mikrofone an den Empfängern hier dran. Mitgeliefert werden auch zwei Lavalier-Mikrofone. Dann drei verschiedene Modis, einmal Mono, einmal Stereo und einmal Safety Backup, dazu später vielleicht noch was. Dann ein Easy, der Easy Clip, der auf jedem Hotshow-Mount oder Kamera-Mount befestigt werden kann. Und die Entfernung soll ungefähr ca. 100 Meter sein. Verstellbare Pegel auch integriert. Aber gucken wir uns doch einfach mal gerade an, was in dieser Box alles drin ist, so als Lieferumfang. Und da gibt es einmal dieses Charging Case hier, was ich jetzt hier in der Hand habe. Ich blende euch jetzt auch mal ein paar Nahaufnahmen ein. Wenn man das Charging Case öffnet, dann hat man da den Sender, die Empfänger drin. Das wirklich Gute an diesem Case ist, es kann schön in die Tasche gepackt werden. Dann werden der Sender und die Empfänger werden da drin geladen. Per USB-C-Anschluss kann man das Ding anschließen. Ich stelle das mal wieder auf Seite. Und dann kommt das noch mit einem, mit so einem Beutel von Holy Land, mit zwei Lavalier-Mikrofonen, mit Windschutz für diese anklippbaren Empfänger. Und da muss man ganz klar sagen, da hat Holy Land direkt mal ein bisschen was besser gemacht wie Rode. Vom Klang her werden wir uns das gleich noch anhören, den Vergleich. Aber hier steckt man einfach diesen Fellschutz in diesen Mikrofonadapter rein und dann ist das Ding bombenfest und fällt nicht raus. Weil bei dem Rode war das immer ein Pain in the Ass, weil ich ständig diesen Windschutz verloren habe. Also da muss man schon sagen, kleiner Punkt schon mal hier für das Holy Land LAG 150. Der Preis hört sich zwar extrem an, 335 Euro, aber dafür bekommt er natürlich auch zwei Empfänger und einen Sender und könnt damit eine wunderbare Interviewsituation oder wenn ihr mit zwei Leuten unterwegs vloggen seid, sozusagen bestücken. Ich würde aber sagen, da wir nicht lange mit technischen Spezifikationen rumwerfen wollen und ich eher so ja auf die Praxistests stehe, werden wir jetzt einfach mal hier in meinem sozusagen Büro einen Test machen mit den verschiedenen Modis und auch einen Vergleich mit dem Rode Wireless Go. Also, los geht's. So, für den Test ist es ganz wichtig, dass wir die Mikrofone immer an dieselbe Stelle klippen, damit es da keine Interferenzen gibt. Ich habe das jetzt immer hier oben, ich neige mich mal gerade nach unten, hier oben an diesem V-Ausschnitt dran, auch das Rode nachher, damit wir und spreche immer gerade über das Mikrofon hinaus und sage im Grunde genommen immer einen kurzen Satz und lass auch mal einen kleinen, Part frei, um das Rauschen zu überprüfen. Also fangen wir mal an.
So, das ist das Holy Land LAK 150 an meiner Canon EOS M50 mit dem Empfänger ohne Lavalier-Mikrofon. So, jetzt mal zum Vergleich: das Rode Wireless Go an der Canon EOS M50 ohne Lavalier-Mikrofon, ganz normal mit der Funkstrecke angeschlossen. Und jetzt mal ganz zum Vergleich gegenüber dem LAK. Auch mal ruhig bleiben, um das Rauschen zu hören. So, wir haben jetzt hier beide Mikrofone gleichzeitig im Mono-Mode. Einmal links, da spreche ich jetzt rein. Ich halte jetzt mal das linke weg, spreche weiter sozusagen für die zweite Person jetzt hier in das rechte rein und halte jetzt mal das rechte weg und spreche in das linke rein sozusagen für die erste Person, die das Mikrofon hat. So, wir sind jetzt hier im Stereo-Mode und zwar einmal auf der rechten Seite und einmal auf der linken Seite. Nochmal ein bisschen weiter weggehalten. Einmal auf der linken Seite und einmal auf der rechten Seite. So, wir haben jetzt das Rode Lavalier Go am LAK 150 Wireless Mikrofon dran, um das mal zu testen. Und ich bin mal ganz ruhig. Wegen dem Rauschen. So, das Rode Wireless Go mit dem Rode Lavalier Go, also sozusagen am Rode Wireless Go dran, ganz normal an meiner Canon EOS M50, alles die gleichen Einstellungen wie bei dem LAK 150. Und jetzt sind wir mal ruhig, um das Rauschen zu hören. So, vielleicht noch ganz kurz zu den Modes. Es gibt halt drei Modes. Einmal den Mono-Mode, da werden dann sozusagen die zwei Signale von den beiden Geräten, wenn sie beide betrieben werden, zusammengemixt zu einem Mono-Signal. Dann gibt es zum zweiten den Stereo-Mode, da wird sozusagen auf dem rechten und auf dem linken Kanal jeweils der Empfänger wiedergegeben. Das heißt also, ich kann unterschiedlich noch die Spuren nachher dann bearbeiten, was wirklich gut ist, wenn ich jemanden habe, der ein bisschen lauter oder ein bisschen leiser spricht. Und dann gibt es den Safety, diesen sozusagen Backup-Safety-Mode, wie man das nennt, den dritten Mode. Da wird dann ein Signal im normalen Bereich aufgenommen und ein Signal wird ein bisschen runtergepegelt. Das heißt, ich habe auch zwei Tonspuren, wo ich dann, sagen wir mal, wenn das mit dem einen Pegel nicht funktioniert hat, noch auf die andere Tonaufnahme zurückgreifen kann. Und das ist doch eigentlich eine wirklich coole Geschichte, wenn man auf der sicheren Seite mit dem Ton sein möchte. So Leute, jetzt geht es weiter raus in die Praxis. Wir gucken uns jetzt draußen bei mir einfach mal im Garten an, auf eine längere Distanz, wie das performt, dann mit dem Windschutz, auch wie es beim Vloggen sich verhält. Ganz kurze Beispielaufnahmen, die jetzt kommen und dann hören wir uns gleich mal zu einem kleinen Fazit wieder. So Leute, ich habe mich mal rausgemacht und zwar bin ich jetzt doch nicht in den Garten gegangen, sondern habe jetzt das Lavalier-Mikrofon mit dem Windschutz hier dran. Ich habe mich jetzt hier unten weniger auf so eine freie Fläche begeben, um einfach mal jetzt ein paar Meter zurückzugehen und ein bisschen zu sprechen und das zu testen. Ich laufe jetzt nochmal rückwärts und dann ja, zähle ich mal die Schritte dabei. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Meter. 50 Meter. Ich denke mal, bei klarer Sicht müsste das noch funktionieren. Wenn ich mich jetzt drehe einmal, gehe ich mal davon aus, dass es Störungen gibt. Ich drehe mich mal und spreche mal weiter. Und drehe mich wieder und spreche weiter. Und hoffe, dass ich jetzt wieder zu hören bin. Eins. So, jetzt sind wir bei 60 Meter. Ich muss aufpassen, dass ich hier kein Hasenloch reintrete und mich ja auf den Appel lege. Sind wir bei 70 Meter ungefähr. 80, 84, 85, 86, 87, 88, 90. Ja, jetzt sind wir ungefähr, ja. Jetzt müssten wir ungefähr so 100 Meter weit weg sein, würde ich sagen. Mal sehen, ob das noch klappt mit den 100 Metern. Ich gehe mal noch mal ein bisschen weiter hier bis zum Rand von dem Feld. Es könnte aber sein, dass jetzt kein Ton mehr da ist. Das werden wir hören. So, jetzt sind wir bestimmt bei 110, 120 Metern. Ich gehe jetzt mal wieder gerade vor. So ungefähr bei 100 Metern sind wir jetzt.
1, 2, 90 und red mal weiter, 80, 70, 60 und ungefähr jetzt so bei 50 Metern, so hier sind ungefähr, ja genau, hier sind die 50 Meter, hier war ich eben, 50 Meter, bei 50 Metern habe ich mich, glaube ich, eben schon gedreht. Ich gehe mal weiter, so auf 25 Meter. So. 25 Meter haben wir ungefähr jetzt. Ich drehe ich mich nochmal, 25 Meter, einmal drehen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das das noch geregelt bekommt. Und ich gehe jetzt mal so in den Bereich, wo man das Teil eigentlich am meisten benutzt, so in dem Bereich um, sagen wir mal, 10, 20 Metern. Warte, ich gehe nochmal auf die Kamera zu. Bin jetzt nochmal direkt an der Kamera. So geht es nochmal rückwärts. So, rückwärts gehe ich mal. Mal sehen, wie weit das Ding jetzt rückwärts mich verfolgen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25. So, jetzt sind wir im Bereich von 25 Metern. Das ist eigentlich so der Bereich, sage ich jetzt mal, wo man das Ding eigentlich benutzt. Ich glaube mal auf 100 Metern. Ich meine, das wird zwar angegeben, glaube ich auch nicht, dass ob das funktioniert. Hier in dem Bereich, wenn ich jetzt hier so ein bisschen auch hier hin und her wage, dann vielleicht eine Anmoderation mache. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Wir testen heute das Holy Land Lark 150. Und bisher bin ich einigermaßen zufrieden. Und ihr werdet nachher im Fazit sehen, dass es allerdings auch kleine Nachteile bei dem Mikrofon gibt. So, und jetzt benutzen wir das Ganze mal, so wie der Frankie das gewohnt ist, im Vlog-Setup. Ja, hier ist das Teil an meiner Jacke dran. Und ich laufe einfach mal ein bisschen mit der Canon EOS M50 durch die Gegend und teste einfach mal, wenn ich jetzt hier ein bisschen schneller laufe oder so, wie der Ton ist. Hier ist auch ein bisschen Nebengrundgeräusch, weil da hinten ist die B9. Da ist immer so ein bisschen so ein leichter Verkehr. Und ja, Wind haben wir auch ein bisschen am Start. Schnee leider nicht. Ich drehe mich immer mal wieder Richtung ein bisschen Sonne, damit mein Gesicht ein bisschen besser belichtet ist. Und ja, der Test, denke ich mal, den wird das wunderbar überstehen. Man muss halt natürlich immer darauf achten, wo man das Ding hier anbringt, dass man es nicht zu weit unten anbringt, nicht zu weit oben, dass man so einen vernünftigen, guten Ton hat. Gut, dann geht's weiter mit dem Fazit. Ja, ich habe mir das jetzt mal angehört. Also wie gesagt, beim Vloggen ist das super. Wirklich gut, auch hier mit dem Windschutz, das klappt klasse. Und ja, wenn man Sicht hat zu dem Empfänger und Sender, dann habt ihr gesehen, dann ging das bis da wirklich so an die 100 Metern. Macht aber auch durchaus überhaupt fast gar keinen Sinn, von da aus noch irgendeinen Ton zu übertragen auf der Entfernung. Im Bereich, im Arbeitsbereich, sagen wir mal um die 25 Meter, geht das ganz gut. Ihr habt aber gesehen, wie ich dann rückwärts, also den sozusagen Empfänger, beziehungsweise Sender und Empfänger mit dem Rücken ein bisschen verdeckt habe, wenn ich rückwärts weggegangen bin mit dem Rücken zur Kamera, dann hat er schon so ab 25 auch schon mal einen kleinen Aussetzer gehabt. Und das haben auch die Jungs hier vom Schießstand bemängelt, dass das vielleicht doch ein bisschen besser geht. Ich würde jetzt mal sagen, ich bin damit einigermaßen zufrieden mit dem Test, eigentlich grundsätzlich zufrieden. Für meine Bedürfnisse reichen diese Entfernungen aus und die Qualität ist auch ganz gut. Ja. Beim Vloggen, wie auch immer, ist es eh nah dran und wirklich eine schöne Erleichterung, auch mit diesem Windschutz, der so richtig schön fest da dran ist. Den kann man jetzt nicht mehr verlieren gegenüber dem Rode Wireless Go. Ja, dann gehen wir mal wieder zum springen wir mal wieder zu meinem Schreibtisch, zum Fazit und zu ein paar positiven und negativen Dingen von dem Holy Land Lark 150. Ja, so, da kommen wir mal zum kleinen Fazit. Fangen wir doch einfach erstmal mit den Kritikpunkten an. Also erstmal im Audiovergleich, ich habe mir das jetzt eben mal angehört, ist das Rode etwas besser. Es rauscht auch nicht so stark.
Ich meine, speziell ist bei dem Lavalier-Mikrofon, muss man natürlich wissen, dass das Rode Lavalier auch schon allein 70 oder 80 € gekostet hat. Und hier sind jetzt einfach zwei Lavalier-Mikrofone beigelegt. Ich gehe mal davon aus, ich habe das ja auch an dem LAC 150 getestet, das Lavalier-Mikrofon von Rode. Und dann ist der Ton auch schon wieder ein bisschen besser. Allerdings kommt das LAC 150 nicht ganz an das Rode Wireless Go ran. Und dann kommen wir schon zu den kleinen anderen Sachen, die eigentlich Vor- und Nachteil sind. Jetzt haben wir hier dieses Ladecase, wo diese ja, Empfänger und Sender drin sind. Und es gibt an den Sendern und an den Empfängern eigentlich keinen Anschluss, um die Dinger alleine zu laden. Das heißt also, ich muss immer dieses Case dabei haben. Ne? Das ist nicht besonders groß. Und wenn man natürlich videoproduktionsmäßig unterwegs ist, ist das auch eine echt coole Sache, dass man einfach immer, wenn man es dann da reinpackt, das ist dann fast wieder, das ist dann schon ein positiver Punkt, auch die Sachen wieder aufgeladen werden und dann ist man beim nächsten Mal direkt wieder on the go und kann voll loslegen. Auch gut ist der USB-C-Anschluss. So. Dann kommen wir mal zum Pegeln. Wenn man jetzt pegeln möchte hinten an den Drehreglern, dann ist es halt so, dass man den Pegel in dem Moment nicht sieht, wenn man das verstellt. Man muss dann halt immer abwarten, bis der andere oder bis man dann wieder spricht und den Pegel einstellt. Das ist aber nur ein kleiner Nachteil. Es wäre einmal softwaremäßig wahrscheinlich möglich, dass man den Pegel, während man ihn verstellt, dann auch sieht. Dann kommen wir zu einer Sache, die man definitiv vielleicht auch softwaremäßig lösen könnte. So an der Seite ist ja dieser Ein- und Ausschalter bzw. der Mute-Button. Und den hat man ganz schnell mal gedrückt und auf einen kleinen drückt. Das heißt also, wenn jetzt der Interviewpartner das Ding vielleicht in der Tasche hat oder so und drückt da aus Versehen drauf, dann hat man das Interview aufgenommen und hat den Ton nur von einer Quelle. Da kann man sicherlich softwaremäßig noch was hinbiegen, dass man da vielleicht lange drauf drücken muss, bevor das dann gemutet wird. Noch eine Kleinigkeit, das Ding kommt ja mit unheimlich viel Zubehör, mit unheimlich viel Kabeln und es kommt allerdings nur mit einem TRS-Kabel. Warum nicht auch ein TRRS-Kabel für Smartphones? Das wäre doch toll, da kann man doch sicherlich noch, hätte man sicherlich noch ein Kabel mehr dabei legen können. Ist aber jetzt natürlich auch nicht wirklich ein Minuspunkt, dann besorgt man sich das halt noch nachträglich. Zur Kompaktheit. Also wenn ich weiß, dass ich mit zwei Leuten unterwegs bin und so eine Interviewsituation habe oder auch mal so ein Doppelvlog oder sowas, dann würde ich das hier mitnehmen, von der Größe her gerade noch so zu ertragen. Aber wenn ich jetzt nur alleine unterwegs bin, dann habe ich hier, ne, also mit diesem kleinen Täschchen, wo das Rode drin ist, ein bisschen schmaleres Setup. Und ja, das ist aber jetzt auch wirklich im Grunde genommen ein bisschen zu vernachlässigen, ist auch ein bisschen geschmacksabhängig. Ja, Gesamtfazit. Ich finde, das LAC 150 hat durchaus seine Berechtigung und ist wirklich ein guter Deal, auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Preis liegt bei 330 €. Ich denke mal, da geht noch was nach unten. Unter 300 € sollte man echt drüber nachdenken, wenn man ein gutes Wireless-Mikrofonsystem haben möchte, wo man dann auch mal schöne Interviews oder so aufzeichnen möchte. Wenn man dasselbe mit dem Wireless Go haben möchte, dann muss man halt zwei Sets kaufen. Dann ist man schon bei 360, 366 € plus ein Kabel, plus ein Halter für dieses ganze System. Da müssen ja dann auch zwei gehalten werden. Und vielleicht auch noch die Lavalier-Mikrofone dabei. Dann ist man bei locker 400 €. Also da ist man dann hier schon ein bisschen günstiger aufgestellt. Wenngleich ich wirklich sagen muss, das Rode klingt ein wenig besser, spürbar besser. Naja, also ich würde jetzt mal sagen, wenn man jetzt nicht total audiophil ist, also meine Ohren sind sowieso nicht mehr ganz so gut, dann kann man mit dem LAC 150 ein richtig gutes Mikrofonset erwerben. Innovativ sind schon so ein paar Sachen hier mit diesem Ladecase und ja, für eine Videoproduktion oder für so einen YouTuber ist das schon eine coole Sache und wenn man mit zwei Leuten unterwegs ist, sowieso. Ja, dann würde ich auch sagen, das war's heute für dieses kleine Produktreview. Wie gesagt, Holy Land hat mir das Teil hier auch wieder zur Verfügung gestellt. Ich darf das behalten, aber vergesst nicht, Leute, von diesen 335 € muss ich mindestens 50% als geldwerter Vorteil abführen. Und am Ende des Tages habe ich dann auch Geld dafür bezahlt, weil ich muss es ja versteuern am Ende des Tages, weil ich es geschenkt bekommen habe. Also, wie gesagt, das Video wird trotzdem als Werbung gekennzeichnet und ich bin ja durchaus auch kritisch mit dem Teil gewesen. Es ist allerdings trotzdem ein gutes Produkt, gar keine Frage. Man muss jetzt selbst entscheiden, ob man sich das zulegt, ob einem das Rode Wireless Go reicht, wenn man einen Empfänger, einen Sender haben
möchte, würde ich sogar fast dazu tendieren, mir auf jeden Fall das Rode zu holen. Das bist du leider mit 180 Euro am Start. Das ist ein gutes System. Nochmal ein gutes Lavalier-Mikrofon dazu. 60 Euro das Rode Lavalier Go. Und dann habt ihr eigentlich schon ganz gut, ja, ein ganz gutes Set. Was cool gelöst ist hierbei, ist halt dieser Windschutz. Ne? Also für draußen zu vloggen, da fliegt nicht einfach mal der Windschutz weg. Das ist eigentlich ganz cool. Und draußen braucht man auch meistens nicht so diesen total guten Studioton. Also, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, das Review, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Macht doch einfach, ja, schaut euch auch weiter die Vlogs an. Ich werde das Ding jetzt hier in einem Q&A mal mit der irischen Lady benutzen und auch öfter mal einsetzen, wenn ich vielleicht auch mal einen YouTuber einlade oder interviewe. Dann schauen wir mal, wie mich das dann weiterbringt. Und dann seht ihr auch, mein Equipment wird immer weiter genutzt und ich bestelle mir wirklich auch nur, ich lasse mir nur Sachen schicken, die ich auch selber nutze. Also, wie gesagt, Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Der nächste Vlog vielleicht wieder mal mit der Fuji X-T4. Da habe ich ein paar Profile ausprobiert. Oder auch mit der Mavic Air 2 im Schnee. Schauen wir mal. Warten wir es ab. Macht's gut, haut rein und ciao.